Ich kann mir das nicht leisten. Den Gedanken wirst du auch schon mal gehabt haben. Manchmal sind die neuen Turnschuhe, der Kinobesuch oder der Gang ins Restaurant einfach nicht drin. Das ist für viele von uns ganz normal, passiert, am Ende des Monats wird es knapp. Okay, aber es gibt Menschen, die haben diese Gedanken täglich. Ich kann mir das nicht leisten, ich kann dort nicht hingehen. Das Thema Armut ist in Deutschland ein absolutes Tabu. Niemand redet gern darüber, niemand will davon hören. Und erst recht nicht will man wissen, wie sieht es eigentlich aus insgesamt. Genau das hat der Paritätische Gesamtverband gemacht, beziehungsweise er macht es jährlich und vor ein paar Tagen hat er seinen neuen Bericht veröffentlicht, Armut in Deutschland. Und über genau diesen Bericht möchte ich jetzt mit dir sprechen. Und auch wenn das Thema vielleicht wehtut, nimm dir die paar Minuten Zeit, denn es ist wichtig. Zuerst einmal, was ist eigentlich Armut? Unterschieden werden zwei Arten, die absolute oder auch extreme Armut und die relative Armut. Die absolute Armut ist das, was vielen von uns geläufig ist. Man hat keine Kleidung, man hat kein Obdach, man kann sich keine Nahrung leisten, man hat keinen Zugang zu fließend Wasser. Auch Schulbildung und medizinische Versorgung sind nicht einfach zu erreichen oder einfach nicht zu erreichen. Das ist die Definition von absoluter Armut. Wir leben am Existenzminimum. Um einen groben Richtwert zu haben, orientiert man sich häufig an der Definition der Weltbank der Vereinten Nationen, die besagt, in absoluter Armut lebt, wem täglich weniger als 1,90 Dollar zur Verfügung stehen. Das sind umgerechnet etwa 1,60 Euro. In Deutschland verhindern die Mechanismen unseres Sozialsystems den Zustand absoluter Armut. Anders steht es jedoch um die relative Armut. Die relative Armut wurde 1983 von der Europäischen Kommission wie folgt definiert: Arm sind alle, die über so geringe Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie leben, als Minimum annehmbar ist. Was bedeutet das? Ich kann mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, nicht an solchen Dingen partizipieren, die für andere vielleicht ganz normal sind. Ich habe eventuell nicht die Mittel für einen Kinobesuch. Ich kann mir keine Bioprodukte aus dem Feinkostladen kaufen. Ich habe vielleicht nicht die Möglichkeit, in den Sportverein einzutreten oder ein Fitnessstudio zu besuchen. All diese Dinge, für die viele von uns vielleicht auch denken, ja gut, das ist ja auch kein Muss, das ist ja Luxus, klar. Aber sie gehören für viele zum Leben dazu und wer sich das nicht leisten kann, der ist nicht Teil dieses Lebens. Um euch noch eine Definition in Zahlen zu geben, Haushalte, denen weniger als 60% des mittleren Haushaltseinkommens eines Landes zur Verfügung stehen, gelten als arm. Achtung, das mittlere Haushaltseinkommen wird über den Median errechnet und nicht über das arithmetische Mittel. Warum benutzen wir jetzt zur Berechnung dieses mittleren Einkommens den Median? Erst einmal vielleicht für diejenigen von euch, die noch nie mit dem Median gearbeitet haben, ein kurzes Beispiel. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Personen mit verschiedenen Einkommen. Von 750 bis zu 3050. Ihr seht einmal, die Spanne ist relativ groß und auch die Entwicklung nach oben ist relativ groß, allerdings nicht linear. Im Durchschnitt, das heißt alle zusammen und durch 5, verdienen alle diese Menschen 1640 Euro. Im Median allerdings sehen wir uns nicht das hier an, sondern wir sehen uns das hier an. Wir haben 5 Personen und wir suchen uns die Person, die in der Mitte steht. Und diese Person verdient 1200 Euro. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen, warum? Wir könnten ja auch mit dem arithmetischen Mittel mit dem Durchschnittswert arbeiten. Das tun wir hier nicht, denn es ist in Deutschland nun mal so, dass viele Menschen ein relativ kleines Einkommen haben und nur sehr wenige, ich hätte hier auch eigentlich ein Männchen malen können, besitzen sehr viel Einkommen. Wenn jetzt das obere Prozent, nennen wir es einmal so, sein Einkommen
steigert, aber die Reallöhne nur minimal steigen oder gleich bleiben oder sogar sinken, dann ist der Median näher an der Wirklichkeit als der Durchschnitt. Denn steigen die Verdienste der Oberen, dann ziehen sie den Durchschnitt nach oben und verfälschen die Angabe. So allerdings haben wir immer die Menschen im Blick, nicht die Summen, und suchen uns immer diejenigen, die in der Mitte stehen, als Wert aus. Wie sieht die Situation jetzt konkret in Deutschland aus? Der Paritätische Gesamtverband hat eine Armutsquote berechnet und diese liegt für 2019 bei 15,9%. Was muss ich mir jetzt vorstellen unter dieser Zahl? Gerechnet auf die Gesamtbevölkerung 13 Millionen Menschen. Und um das Ganze noch ein bisschen zu verdeutlichen, ihr könnt euch vorstellen, jeder Sechste. Jeder sechste Mensch in Deutschland lebt in Armut. Und ich denke, damit haben wir jetzt ein bisschen verbildlicht, wie ernst die Situation ist. Regional ist die Situation relativ, naja, verschieden. Spitzenreiter mit lediglich 11,9%, das heißt, hier ist nur jeder zehnte arm, ist Bayern. Und im unteren Mittelfeld bei 17,2% liegen wir. Sachsen ist im Vergleich aller Bundesländer auf dem 11. Platz gelandet und Schlusslicht mit 24,9% jeder vierte Bremen. Die nächste Frage, die wir uns stellen, ist, wo ist Armut besonders verbreitet? In welchen Bevölkerungsschichten ist Armut wirklich greifbar? Und ich habe euch hier mal 5 Gruppen herausgesucht, in denen der Anteil der armen Bevölkerung wirklich sehr hoch ist. An erster Stelle mit 57,9% Erwerbslose. Wer in Deutschland keine Arbeit hat, ist besonders gefährdet, in die Armut abzurutschen. Aber nicht nur Erwerbslose oder Arbeitslose sind betroffen, sondern auch im Familienbereich können wir Folgendes feststellen. Alleinerziehende, auch fast jeder Zweite ist dort von Armut betroffen. Ebenso gilt das für Familien mit vielen Kindern, das heißt 3 Kinder oder mehr, dort sind wir bei 30,9%. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass auch Kinder von Armut betroffen sind. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Und am anderen Ende der Altersskala, das heißt Menschen über 65, Rentnerinnen und Rentner, Pensionäre, auch dort haben wir einen Anteil von 17,1%. Altersarmut und Kinderarmut ist im Gegensatz zum Rest durchaus medial ein bisschen stärker vertreten, einfach weil hier mehr emotionale Befindlichkeiten herrschen. Aber wie wir sehen, in allen Bereichen der Gesellschaft, in allen Familienformen, in allen Altersschichten herrscht Armut. Schauen wir uns jetzt einmal an, wer sind denn diese Armen? Wer sind diese 13 Millionen? Der Bericht gliedert dort in sehr vielen verschiedenen Kategorien auf. Ich habe mir 2 herausgesucht, weil die mich am meisten überrascht haben. Das gebe ich zu. Wenn ich euch jetzt frage, wie viele Erwerbslose befinden sich unter diesen 13 Millionen, wird vermutlich die Mehrheit sagen, das wird schon der größte Teil sein. Dem ist aber nicht so. Nur 6,1% dieser 13 Millionen sind ohne Job, beziehungsweise in dieser Kategorie erwerbslos. Erwerbstätig dagegen, das heißt arbeitende Menschen in Armut, 26,1%. Warum komme ich jetzt hier nicht auf 100? Nächste Kategorie Rentnerinnen und Rentner, dann Kinder und dann noch die Gruppe sonstige Erwerbslose, die aus politischer Sicht praktischerweise nicht in die anderen Kategorien fallen. Auszubildende, Studierende, Schülerinnen und Schüler, Menschen in Fort- und Weiterbildung, Erwerbsunfähige, ihr könnt es euch denken. Ja? Aber diese Zahl fand ich
Überraschend, gebe ich zu. Zweite Überraschung, nochmal die Frage an euch. Wie viele von den 13 Millionen glaubt ihr haben einen niedrigen Qualifikationsabschluss, haben eine niedrige Bildung? Auch hier denkt man sich vermutlich im ersten Moment, ja gut, das werden schon die meisten sein. Auch hier nicht. Der Anteil der Menschen mit einer niedrigen Qualifizierung ist zwar mit 37,5% schon relativ hoch, aber auch ein mittlerer und ein hoher Bildungsabschluss schützen nicht vor Armut, wie wir sehen. Der Großteil der armen Menschen in Deutschland sind nicht die ungebildeten Arbeitslosen. Nein, es sind ganz normale Menschen wie du und ich, die haben einen normalen Abschluss, die haben vielleicht sogar akademischen Grad und trotzdem landen sie in Armut. Und ich denke, spätestens hier sehen wir, irgendwo läuft was ganz gewaltig schief. Als nächstes möchte ich mir gerne anschauen, unabhängig davon, woher ich komme, ob ich eine Arbeit habe oder nicht, ob ich gut gebildet bin oder nicht, was macht Armut mit mir als Mensch? Abseits der gesellschaftlichen Folgen der Armut, nämlich, nun ja, dass ich nicht partizipieren kann an allen Bereichen des Lebens, gibt es auch medizinische Folgen. Arme Menschen sind häufiger krank, sie leiden häufiger an psychischen Problemen, sie sind anfälliger für Suchtmittel, Suchterkrankungen, sie sterben Jahre früher, Jahre, also wir reden hier nicht von einem kleinen Zeitabschnitt, und man kommt aus dieser Spirale nur sehr schwer wieder raus. Was passiert, wenn ich arm werde und tatsächlich an einer Depression erkranke? Wie schnell wird es für mich wieder möglich sein, irgendwie aus dieser Armut herauszukommen? Und wenn ich das nicht schaffe und noch längerfristig in Armut lebe, wie wahrscheinlich ist es, dass ich noch tiefer in die Depression falle? Und wenn Kinder involviert sind in einer Familie, deren Einkommen nicht so hoch ist oder die kein Einkommen erzielt, kein eigenes, dann passiert es eben auch, dass Kinder in Armut aufwachsen. Und oft ist es dann so, Kinder sozialisieren sich mit Kindern aus anderen armen Familien. Das heißt, es entsteht auch eine gewisse Filterblase an Armut, in der es auch vorkommt, dass man gar nicht realisiert, dass man in dieser relativen Armut lebt. Und wenn die Kinder so aufwachsen und es später nicht anders lernen und auch nicht anders kennen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass aus armen Kindern arme Erwachsene werden, die wiederum arme Kinder großziehen. Diese Teufelsspirale zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten. Und das muss ein Ende haben. Dazu hat der Paritätische Gesamtverband Vorschläge gemacht, besser gesagt Forderungen an die Politik, um der Armut Einhalt zu gebieten. Was das für Forderungen sind, schauen wir uns an. Was hilft gegen Armut? Ich habe ein kleines Requisit vorbereitet. Achtung! Gegen Armut hilft Geld. Wer hätte es gedacht? Es ist eine relativ einfache Formulierung, aber sie wird trotzdem seit Jahren, und wie gesagt, das ist nicht der erste Bericht, wird sie politisch im großen Sinne umschifft. Was der Paritätische Verband lobt, das muss man erst einmal dazu sagen, ist, dass der Staat bemüht ist, Infrastruktur zu schaffen für eben auch arme Bevölkerung. Allerdings kritisiert er, dass solche Sachleistungen, nennen wir es einmal so, finanzielle Leistungen nicht ersetzt. Sie formulieren recht flapsig, aber wahr, was nützt die beste Ganztagsschule, auf die ich mein Kind schicken kann, wenn mein Kind trotzdem in Armut aufwächst? Deswegen gibt es folgende Forderungen. Als erstes eine Neubemessung der Regelsätze bei Hartz IV und eine Grundsicherung. Zweitens, auch im Rentensystem soll sich etwas tun. Es soll eine Mindestalterssicherung geben über der Armutsgrenze. Viele Rentnerinnen und Rentner leben in Armut. Die Zahlen habt ihr vorhin gesehen. Und um etwas dagegen zu tun, müssen wir einfach die Leistung im Rentenbereich aufstocken. Und die dritte Forderung, der Paritätische Bund fordert eine Kindergrundsicherung orientiert am Einkommen des Haushalts. Bedeutet,
Ein armer Haushalt bekommt mehr Kindergrundsicherung zugesprochen, um eben die Bedürfnisse des Kindes befriedigen zu können. Ein Haushalt mit höherem Einkommen bekommt dementsprechend weniger Geld, allerdings gibt es immer einen Mindestsatz. Diese Forderungen, die hier vorgeschlagen werden, diese Punkte, gehen alle in die richtige Richtung. Sie sollen helfen, eine gewisse Fairness wiederherzustellen, die schon seit Jahren einfach nicht mehr existiert. Wir haben dazu noch einen anderen Vorschlag und der ist das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist das, wofür wir Piraten einstehen. Allerdings ist das ein so komplexes Thema, ein so großes Thema, dass wir es jetzt nicht in diesem Video noch am Ende verwursten wollen, sondern dazu kommt ein separates Video und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei.